Der Schneefall ist stark. Ich sehe dich, Streiterin. Bitte, setz dich. Wenn du weitergehst, verpasst du ein gutes Geschäft. Rüste dich besser gut aus, wenn du ins Itaro-Gebiet reist. Rebellen haben überall in den ebenen Siedlungen angegriffen. Aber wie man hört, widersetzt sich ihnen das Dorf Flusslied im Norden. Danke für den Rat. Wenn die Rebellen Maschinen haben, brauchen die Utaro vielleicht Hilfe. Von der schönen Landschaft nicht in der Pflicht. Ich muss den Anführer erledigen. Dieser Soldat mit der schweren Waffe. Keine Spur von ihr. Ah!
Dieses Mal stirbst du! Ich krieg sie aus der Distanz! Feigling! Eines Tages wird meine Klinge dich finden! Das hat nicht gereicht. Das nehme ich mir. Thank you.
Vielleicht hat er ein paar Marken. Ich sollte nachsehen. Eine Ruine der alten Welt. Vielleicht die, von der die Utaro in Rheinklang erzählt hat. Mal sehen, ob es drin etwas Nützliches gibt.
wohl jemand Ärger. Zuhause schänden! Spart euch euer Lächeln für zu Hause. Die Tenakt verstehen nur Stärke. Und die haben wir wirklich nicht gezeigt. Sie werden wiederkommen. Du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Deine Krieger sind... Frisch wie der Frühling. Das sind Kinder, die mit Stöcken spielen. Es ist schwer, sie am Leben zu halten. Und es wird nicht leichter werden. Bisher haben die Rebellen nur Späher geschickt. Aber sie werden schon bald einen richtigen Angriff starten. Mitbringen. Dann werden wir mehr als nur eifrige Herzen brauchen. Du kennst dich wohl gut aus mit Tenakt-Taktiken. Als die Tenakt die Katscha-Räuber zurückschlugen, kämpfte ich an ihrer Seite. Die Tenakt lehrten dich zu kämpfen? Mehr als das. Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Hier können wir frei reden. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vos, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten sehen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vos ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen. Kämpft besser als 10 Krieger zusammen. Man kennt dich. Und man weiß von deiner Meinungsverschiedenheit mit dem Chor. Hilft Reinklang nicht. Reinklang hat all die entfernten Siedlungen aufgegeben. Dann geht doch einfach. Die sind eindeutig mehr und besser bewaffnet. Ihr könntet gehen, dann werdet ihr sicher.
Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslied. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Mein Beileid zu deiner Tochter. Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der vor meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt kein Tenakt. Tragen alle Otaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslied und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Q. Ich bin der Metallweber von Flusslied. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Fast geschafft. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Hier ist es. Hast du vielleicht noch Fragen? Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Wir sehen uns später. Hey! Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Irgendwie da hoch. Ha!
bis hier ja nach oben in die Höhlen. Schön geleiten.